ganz Bayern weint und große Teile von Deutschland auch, weil Fußball, das ist das, wo es wirklich drum geht. Am Ende muss man sagen, und die Bayern sind rausgeflogen gegen Villarreal. Gegen Villa was? Gegen Will, was will er denn? Was will, Villarreal oder Villa Liverpool war die Frage vor dem Spiel an Nagelsmann. Ja, jetzt will er sich nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie man es nächstes Jahr besser machen kann, Tobi, oder? Ja, also genau. Die Bayerns Zukunft und das, was im Fußball so auf uns hier in Deutschland zukommt oder zukommen könnte, das werden wir jetzt gleich mal besprechen. Und natürlich die wahre Champions League, die zweite Bundesliga, soll auch noch unser Thema sein. Kalli, und du weißt mittlerweile, wo du hinschalten musst und so, oder? Also ich war traurig über diese Niederlage oder ich war traurig über das Ausscheiden der Bayern, weil ich großer deutscher Fußballfan bin. Da war mich aufgeregt über dieses Fernsehchaos mit diesen Sendern. Da müssen wir heute mal drüber sprechen. Das geht mir auf den Wecker. Echte Champignons XXL. Ups, sorry. Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Männer, wir starten heute mit leichten Verhinderungen, wollte ich sagen, mit leichter Verspätung, denn Kalli hatte sein Handy noch auf Nachtmodus gestellt. Kalli, bist du jetzt wach? Komm her, ich habe jetzt eine Viertelstunde warte mit dem Nachtmodus. Der Herr Tobi Holtkamp war genauso dran schuld, noch mehr. Da hast du vollkommen recht, weil unser Freund Tobi... Der Mr. Hit, also fang nicht mit mir an, Freundsch. Ich hätte dich schnell... Freundsch, fang nicht mit mir an. Das ist, dass ich mal in dieser Rolle dann bin. Dann bimmelst du immer die Silvia an und dann hat die das korrigiert. Und die andere kleine Schlafmütze. Das ist doch noch auf der Kopf geschehen. Der hat das Handy nicht mehr voll gehabt. Tobi, du bist ja in Dubai, ja, und hast gerade festgestellt, wir wollten gerade anfangen, hast festgestellt, dass die Batterie von unserem Aufnahmegerät oder deinem Aufnahmegerät alle ist, leer ist. Und dann bist du los und hast jetzt wo eine Batterie herbekommen? Aus der Fernbedienung von deinem Fernsehapparat oder wie? Also die hat schon noch 12 Sekunden funktioniert. Ne? Also ungefähr so lange wie Bayern auch mit 12 Menschen auf dem Fußball, mit Männern auf dem Fußballplatz stehen darf, hat auch die Batterie, ist auch die Batterie noch gelaufen. Dann war sie plötzlich vorbei. Genau, dann musste ich hier kurz durchs Hotel laufen und haben wir 2, 3 sehr hilfsbereite Jungs. Wo hast du jetzt welche herbekommen? Ja, am Ende haben wir dann versucht, die Fernbedienung vom Fernseher auseinanderzunehmen, weil der ist nicht nur mit Hochschieben, sondern die haben auch eine kleine Schraube hier drin in dieser Samsung-Fernbedienung. Dann haben wir das auch geschafft und dann waren da aber 2 dicke Batterien drin. So, dass das dann auch nicht, also die, als wir die Schatztruhe geöffnet haben, ging das auch nicht und dann hat er mir irgendwo aus dem Keller noch 2 gezaubert. Ich denke, die halten. Beste Dubai-Ware. Da hast du also heute agiert wie Bayern München gestern Abend. So praktisch synchron. Nur eben mit der Batterie. Ja, also sagen wir so, Julian Nagelsmann hätte unsere Sorgen gerne. Ein paar Batterien, das wäre für ihn noch das kleinere Problem. Ne? Ja, der Nagelsmann hätte gerne aus dem Keller noch 2 Batterien geholt, die er dann noch eingewechselt hätte und die hätten dann noch das 2. Tor geschossen und da war die Batterie dann irgendwann so leer, dass sie hinten einen bekommen haben. Kann das sein, dass das die Hitze war? Weil ich habe wirklich vor 4, 5 Tagen extra, als ich los bin, neue Batterien reingesteckt. Aber hier ist das wirklich so warm dieser Tage. Nein, auf jeden Fall. Es war die Hitze war's. Dann muss man sagen, war auf jeden Fall auch, ich finde auch, dass das Hotel ein Stück weit dran schuld ist, dass man dich beim Einchecken nicht daran erinnert hat, dass du für dein Aufnahmegerät noch frische Batterien brauchst. Also unbedingt ist immer jemand anders schuld, das ist ganz wichtig. Das habe ich so aber auch gelernt. Früher in der Schule schon waren die Schranken runter, ich muss die Oma vom Bahnhof abholen. Also hab die Hausaufgaben liegen lassen, also ich war nie schuld. Vielleicht habe ich heute Nacht zu viel Oliver Kahn gehört in den Interviews. Aber weißt du, was das Entscheidende ist? Was? Jetzt funktioniert das Ding, jetzt können wir Gas geben. Ne? Und nein, aber ich finde ja Ausreden, finde ich ja, ist ja herrlich, oder? Das ist ja immer, wenn man eigentlich weiß man ja selber, dass man den Bock gebaut hat. Ich frag mich doch nur, ich möchte es das nächste Mal verhindern. Nein, Matze, pass auf, das habe ich in meiner Zeit in der Formel 1 gelernt. Ne? Da ging immer, also ich habe ja 10 Jahre für Bild, war ich ja mit Formel 1 on Tour und so, und dann habe ich immer von Michael Schumacher und so gelernt, dass du halt, wenn ein Problem auftaucht, ist es passiert, aber dann musst du herausfinden, woran es lag, damit es nicht nochmal auftaucht. So, das war immer das Vorgehen bei Ferrari, bei BMW, bei Mercedes, damit es nicht nochmal passiert. Und das möchte ich jetzt einmal für die Zukunft verhindern, dass ihr nicht nochmal euch einen zusätzlichen Tee machen müsst, in dem rühren müsst à la Felix Magath, sondern dass wir in einem Schwung hier unsere wunderbare kleine Podcast-Folge, in der wir so viel besprechen müssen heute, dass wir die aufnehmen können, verstehst du?
Es geht mir auch ein bisschen um euch. Aber das ist ja beim Fußball ja nicht anders. Dafür gibt's ja die Videoanalyse, ja, damit du dann nochmal die Laufwege deiner eigenen Mannschaft oder die Unfähigkeit deiner eigenen Spieler sozusagen ihnen selber vor Augen führst, damit's beim nächsten Mal nicht passiert. Und da sind wir ja auch schon mittendrin im Thema. Die Bayern haben in dieser Woche leider nicht verloren, aber sie haben unentschieden gespielt und es hat am Ende nicht gereicht. Und wenn man jetzt eine Fehleranalyse betreiben würde, was würde ein Rainer Kallmund, wenn du jetzt noch, sagen wir mal, Manager wärst, ja, du würdest jetzt in die Kabine des FC Bayern, direkt nach dem Spiel, wärst du da reingekommen, Kalli, was hättest du den Spielern in zwei kurzen Sätzen, ich sage es extra so, was hättest du den Spielern gesagt, was hättest du einem Thomas Müller, was hättest du einem Nagelsmann direkt nach dem Spiel gesagt? Also zunächst mal weiß ich, dass Nagelsmann einer der besten Trainer ist, die in Deutschland in den letzten 20 Jahren gearbeitet haben und da jetzt nicht er die entscheidenden Fehler gemacht hat. Ich weiß, dass Thomas Müller eine Weltklasse-Karriere hat und so normal ein zweites Tor erzielt. Dann bin ich nicht zu bescheuert und sage, ihr Idioten, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Nee, dann hört es auch in diesem Moment anständige Verlierer im eigenen Team zu sein. Das hat nichts damit zu tun, wenn man mal eine Nacht geschlafen hat, dass man dann das Ganze analysiert, beide Spiele, und dann muss man natürlich auch sehr deutlich sagen, warum ist man gegen eine eigentlich klar schwächere Mannschaft ausgeschieden. Ich meine, wenn man das Spiel auch in München gestern Abend gesehen hat, mir hättest du der letzte Bepp, das Feuer, das hat mir irgendwie gefehlt, dass es richtig brannte, obwohl, wenn man sich dann die statistischen Zahlen des Spiels anguckt, dann muss man sagen, ja, die Bayern waren ja hoch überlegen in den Spielanteilen, in den Torchancen. Aber, wie gesagt, es ist kein Eiskunstlauf, es geht nicht nach Noten, es geht nach Tore. Und man hat da eben bei aller Überlegenheit in allen statistischen Zahlen, da hat was gefehlt, da hat der letzte Biss, da hat der letzte Pep gefehlt, da hat die letzte Konzentration gefehlt. Ja, und dann ist halt im Fußball so, da kriegst du auch mal als Favorit die Briefmarken auf dem Arsch und da bist du draußen, so bitter das ist. Und trotzdem muss man ja sagen, Tobi, dass es ja schon interessant ist, dass ausgerechnet zwei spanische Mannschaften weiter sind. Also bei Villarreal ist es sehr, sehr überraschend, der für mich klare Außenseiter und auch für alle anderen, glaube ich. Aber auch Real Madrid ist weitergekommen und da muss ich ganz ehrlich sagen, die hatte ich vor dieser Champions-League-Saison überhaupt nicht auf dem Zettel. Eine wirklich fantastische Aufholjagd ja von Thomas Tuchel mit Chelsea. 0-3 stand es zwischenzeitlich, da wäre Chelsea weiter gewesen. Dann geht's in die Verlängerung und dann macht wieder der von uns ja auch gelobte und von vielen vielleicht in den vergangenen Jahren unterschätzte Benzema das 3-2. Wie kann es sein, dass zwei spanische Mannschaften, die vielleicht gar nicht so auf dem Niveau sind, wie wir sie vermutet hätten, weiter sind und der FC Bayern als letzter deutscher Vertreter ist jetzt auch noch raus. Ist es das, was wir ja immer schon vermuten, dass den Bayern auch in der Bundesliga so das letzte Dings fehlt, um dann nochmal drei Körner mehr rausholen zu können in so einem Spiel, wo es schwer ist, ohne Frage? Ich glaube, Bayern hat ja auch in der Bundesliga schon mal relativ hoch gegen Bochum verloren. Und es gab ja immer mal diese Spiele in dieser Saison auch, wo du auf mal dachtest, oh, jetzt ging es aber gar nicht auf, was sich da Nagelsmann im Grunde zurechtgelegt hatte. So sehr sie die Liga auch völlig zurecht und verdient anführen, aber auch anführen müssen. So, die Spanier, also im Grunde kannst du, finde ich, Villarreal und Real Madrid eigentlich gar nicht vergleichen, weil Villarreal schafft es genau in der Champions League, richtig Leistung abzuliefern, aber hängt in der Liga halt durch. Also da sagen sie auch ganz klar, unser Kader ist nicht dafür ausgerichtet, dass wir zwischen diesen absoluten Highlights spielen unter Flutlicht, wenn die Champions League Musik erklingt, dass wir es auch noch schaffen, zwischendrin in der Liga. Aber warte mal, jetzt nimmst du mal Sevilla, ja, ist ja auch ein gutes Beispiel, die haben ja auch schon dreimal hintereinander haben die Europa League gewonnen, also jetzt kannst du sagen, ja, das ist, aber irgendwie scheint es ja so zu sein, dass diese Spanier immer noch irgendwie so den Fuß in die Tür kriegen und die Tür aufhalten und dann gewinnen die auf Ruby, einmal auch was. Da darf ich euch mal unterbrechen, ja. Herr Knob, Matze Knob, ja. Achtung. Ja, die letzten drei Champions League-Sieger in den letzten drei Jahren hießen nach meiner Überzeugung Liverpool, Bayern München, Chelsea. War doch kein Spanier-Sieger, oder? Habe ich das falsch mitgekriegt? Nein, das hast du richtig mitbekommen. Ja, weil du jetzt hier die Spanier-Chloro formieren willst. Man muss sagen, Glückwunsch. Ich bin nur überrascht. Nein, man muss doch sagen, ja, Glückwunsch an Real Madrid mit großen Problemen. Ich habe das denen genau wie du auch nicht zugetraut.
Spielerrolle. Real schon gar nicht. Jetzt sind sie im Halbfinale. Das ist das Schöne am Fußball. Aber man muss es nicht jetzt groß erklären. Wie kommt das? Und die Spanier. Und was machen die da alles so schön, die Toreros? Die waren in den letzten 3 Jahren, haben die nicht den Pott gewonnen. Was willst du jetzt, was wolltest du dann jetzt entwickeln damit? Nein, was ich sagen wollte, ist ja lediglich, dass das mir auffällt, dass zumindest die spanischen Clubs immer mal wieder für eine Überraschung gut sind. Für die Deutschen, mal bis auf Bayern brauchen wir nicht drüber reden. Ohne Frage sind die Bayern ja fast eigentlich immer im Halbfinale. Jetzt sind sie mal wieder nicht im Halbfinale. Aber grundsätzlich wünsche ich mir das eigentlich so ein bisschen auch mehr von den deutschen Vereinen, dass mal Dortmund mal wieder im Halbfinale ist oder überraschend ins Finale vordringt. Frankfurt wäre doch auch mal geil, wenn die jetzt irgendwie in Europa, also das ist so ein bisschen, ich wundere mich, dass die das immer irgendwie dann doch wieder schaffen, die Spanier. Und du hast es ja richtig gesagt, Kalli, oder Tobi, du hast es gesagt, dass die in der Liga sind sie, glaube ich, nur Siebter, ja, und auf einmal hauen die unsere Bayern raus. Das ist ja schon verwunderlich. Ja, das darf halt nicht sein. Also bei Bayern kannst du ja nicht von Überraschungen sprechen, ne? Bayern hat ja den Anspruch und hat ja auch das Potenzial, dass sie eigentlich immer unter die letzten, ja, 4 Mal ins Viertelfinale, jetzt sind sie 2 Mal nacheinander wirklich im Viertelfinale gescheitert, der Champions League. Ich habe Oliver Kahn heute Nacht, hier war es ja Nacht, weil wir 2 Stunden weiter sind, gehört, wie er sagt, denn wir können der Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben wirklich alles reingehauen und reingeworfen. Mehr Einsatz geht kaum, hat er gesagt, da habe ich aber wirklich an der Fernbedienung gerüttelt, weil ich dachte, wie kann das denn sein, dass sie dann, wenn sie alles reinhauen, dass es dann trotzdem nicht reicht, um sich durchzusetzen in 2 Spielen gegen den, ich glaube, 7. der spanischen Liga, ne? Dann, ja, aber gut. Aber Moment mal gerade, Kalli hat gerade gesagt, sie haben ja nicht alles reingehauen. Das hat Kalli gerade, wenn ich richtig zugehört habe, Kalli, du hast gesagt, ja, so der letzte auf, das letzte Mal, da bisschen noch mal hier, so hast du gesagt. Und Oliver Kahn hat gesagt, hey, ja, wir haben alles reingehauen und rausgehauen. Wer hat denn jetzt recht? Ich glaube, dass Oliver Kahn hat ja auf das Heimspiel jetzt gegen Villarreal bezogen hat. Im ersten Spiel in Spanien haben die bisschen, ich will mal sagen, Schlafmütze gespielt. Da war nicht der Pep drin. Jetzt hat man schon diese Anspannung gemerkt. Die wollten unbedingt, aber die Karre lief nicht richtig rund. Und deswegen ist man nachher mit einem 1-1 da ausgeschieden, obwohl man ganz klar mehr Torschüsse hatte, ganz klar mehr Spielanteile, Feldanteile hat. Und das ist ja auch das Schöne im Fußball, wenn es dich negativ betrifft, dann ekelt es dich an, dass du sagst, wie konnte das passieren, aber es ist und bleibt das Schöne im Fußball. Bevor wir gleich einmal bitte darüber sprechen, wie es denn bei den Bayern jetzt weitergeht, ne? Also was glaubt ihr, was braut sich da jetzt zusammen, was bedeutet das? So, möchte ich, Matze, von dir einmal, ich glaube, ein Grund, warum die Bayern vielleicht gerade im Hinspiel mit ihren Gedanken so ein bisschen woanders waren oder sich eben nicht komplett reingehauen haben, war auch, dass sie wussten, boah, Halbfinale Liverpool. Es gab ja diese Doppelauslosung und so. Und das war schon, ich weiß, dass das Riesenthema auch war, auch im Umfeld der Mannschaft immer schon. Wer geht dann mit an die Anfield? Boah, wie cool. Das macht ja. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt heute Abend eine Biergartenshow spielst in Bruchhausen-Vilsen? Weißt aber, morgen bist du bei Wetten, dass bei dem großen Sommer-Special. Kann das sein, dass du auch vielleicht die Biergartenshow nur so auf halber Pobacke noch abreißt und dich eigentlich schon auf das freust, was danach kommt? Ganz ehrlich. Nein. Nein, also das kann ich dir mit voller Überzeugung sagen. Also natürlich, und das ist sicherlich ja auch menschlich, denkst du schon an den Samstag und überlegst schon mal, ob du die Biergartenshow noch dafür benutzen könntest, irgendwas auszuprobieren, was du dann vielleicht am Samstag in der Sendung auf jeden Fall sicher bringen kannst und was auch gut ankommt. Aber grundsätzlich ist es so, egal wie viele Menschen vor der Bühne stehen und wenn es nur 10 sind, in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe oder auch 2000, in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, ja, mit meinem Programm Mut zur Lücke oder Biergartenshow, ist ja völlig egal, gebe ich immer 100%. Aber natürlich, und das muss man auch ganz klar sagen, gibt es eine sogenannte Tagesform, die man gerne manchmal wegdiskutieren würde, wo du merkst, ich bin heute nicht ganz so wach, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Ich habe gut geschlafen, ich habe gut gegessen, ich habe mich super vorbereitet und trotzdem merke ich, irgendwie bin ich heute im Kopf nicht ganz so wach, wie ich es vielleicht gestern war. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, woran das liegt, aber das kenne ich vom Fußball natürlich auch in meiner Kreisliga-Laufbahn, dass du irgendwie einen Gegner hast, ja, wo du denkst, na, den hauen wir heute weg und dann merkst du, da geht's schon los, nach 2 Minuten hast du schon den ersten Fehlpass, ja, oder dein Nebenmann spielt 2 Fehlpässe und du fragst dich, was ist denn heute los? Und du bist genauso fokussiert, du bist genauso gut vorbereitet. Man weiß ja manchmal nicht, woran es wirklich en Detail liegt. Also was mich schon gewundert hat bei den Bayern jetzt gegen Villarreal, dass man nicht, wenn man 1-0 führt und man weiß ja, die stehen hinten drin, die Mauern, also das war ja Atletico Madrid hoch 2 in gewisser Weise und dann
gehen die das Risiko wirklich kurz vor Ende noch das Tor zu bekommen? Gut, das war glaube ich dann in der 80. oder wann ist der Gegentreffer gefallen? Aber trotzdem hat es mich so ein bisschen gewundert, sei mal so, dass sie da irgendwie taktisch, so will ich es mal formulieren, nicht etwas klüger agiert haben. Ja, und darüber wird natürlich jetzt auch gesprochen. Darüber wird jetzt wird natürlich über den einen Fehler gesprochen, auch wenn sie drumherum sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Ja, aber das ist der Bock. Für mich ist das der Bock. Für mich ist der Bock, dass sie halt einfach, dass sie in dem Moment nicht im Hinterkopf haben, okay, die sind immer gefährlich für einen Gegenangriff oder für einen Konter. Wir dürfen, wir führen 1-0. Das würde erstmal für die Fall. Und dann hast du wieder 30 Minuten. Das hat mich, also, Kalli, oder liege ich da falsch? Also, nee, das du liegst aus meiner Betrachtung auch nicht falsch, sondern 100%ig richtig. Ich habe genau, wie auch Oliver Kahn festgestellt, dass die Mannschaft wollte, dass sie unter Dampf stand, dass sie Gas gegeben hat, aber es fehlte so ein kleiner Schuss Selbstsicherheit, so kleiner Schuss auch die routinemäßigen Abläufe und man hat dann 1-0 geführt, dann gebe ich jetzt aber dir auch 100%ig recht, Matze, dass wenn es dann die 80. Minute mal vorbei ist und du gehst auf die letzten Spielminuten zu, dann muss ich nicht mehr unbedingt alles riskieren, was mir vorher dann in 80 Minuten nicht gelungen ist, gelingt mir dann auch nicht unbedingt in den letzten 4-5 Minuten, um dafür eine Gefahr einzugehen, noch offensiver zu werden und hinten das Scheunentor aufzumachen, weil ich war noch nicht mal so ein großes Scheunentor und du kriegst dann den Konter, das... Ja, so groß war es ja gar nicht. Nein, ich sag ja, es war ja kein Scheunentor, aber das war hinten dann in der Schlussphase nicht defensiv konsequent zu Ende gespielt. Und dann ist das nicht ein Fehler dann auch, Kalli, ist das nicht ein Fehler dann auch von Julian Nagelsmann? Also muss ja, der dann also nicht an der Seitenlinie vielleicht einfach mal seinen Jungs sagen, pass auf Männer, jetzt wir laufen zwar also, hoch an, wir spielen Pressing, wir geben Vollgas, wir wollen noch, aber da müssen wir jetzt vielleicht mal einen Gang zurückschalten oder nicht zurückschalten, aber uns anders positionieren. Also ich saß ja mit dem sinnbildlich mit dem Bayern München Unterwäsche auch vom Fernsehen, war voll auf Bayern München, auf Deutschland fokussiert und habe auch bis zu 85 oder 83 Minuten nicht mehr vorstellen können, dass da hinten bei den Bayern nochmal was passiert. Die haben doch, Villarreal hat nur Spieß angerührt, Beton angerührt, stand hinten drin, dass die plötzlich nochmal so einen Konter machen und die, ja, pass auf, Kalli, lass mich bitte aussprechen, und die da hängen Haier, und die da hinten Haier Popeye machen, zwei, drei Spieler. Das kann der Trainer nicht voraussehen. Ne? Da muss dann, der wird schon vorher gesagt haben, hinten auch bei aller Überlegenheit, bei aller Offensive, hinten Sauberkeit, am Sicherheit, am Arbeitsplatz. Wenn dann kurz vor Schluss der Inge Haya Popeye gemacht wird, und zwar von hochklassigen Spielern, kann man das als einziges in dem einen oder anderen Bayern-Spieler vorwerfen. Ansonsten teile ich da die Meinung mit Kahn und bin vollkommen weg von den Themen. Ach, hat dann da hier so noch der Trainer was versäumt? Bei so einer Spielermannschaft, bei so einem Material, dann zu sahne letzten und jetzt passt aber auf, dass nicht hinten noch was passiert. Ja, Tritra, Trollala, Kasperle ist wieder da, der Kitzgüttet Krokodil wird dich reinfressen. Ja, Kitzgüttet Krokodil. Aber man muss ja schon sagen, Tobi, es ist ja, also immer, wenn ich der Gästetrainer gewesen wäre, dann hätte ich in der Kabine gesagt, okay, oder in was den Matchplan angeht, hätte ich gesagt, pass auf, solange es 0-0 steht, super. Wenn wir 0-1 hinten liegen, ist immer noch nichts passiert. Wir spielen unser Spiel, wir ziehen unseren Stiefel durch und wir warten auf den einen Lucky Punch und den streben wir aber auch an. Also das hätte man ja wissen können, dass Villarreal genau das versucht, dass die jetzt nicht noch 40 Minuten hinten drin stehen und aufs Elfmeterschießen warten. Also das war mir eigentlich relativ klar. Das war mir überhaupt nicht klar. Wenn du Villarreal bist und hast so klare Nachteile in den Torschancen, Spielanteilen, wisst ihr, was der Trainer sich dann gewünscht hat? Und auch das Team auf der Bank. Ja, lass mir hier ins Elfmeterschießen kommen. Meinst du, die hätten davon kalkuliert? Ja, jetzt. Kurz vor Schluss sind die, dann schlagen wir brutal. Das sehe ich komplett anders. Kannst du doch anders sehen. Ich sagte nur meine Meinung. Glaubst du, der Trainer von Villarreal, wenn dem einer gesagt hätte, pass auf hier, kannst du jetzt einschlagen fürs Elfmeterschießen, der hätte pausenlos geschlagen, hätte sich überschlagen und das Elfmeterschießen zugestimmt. Ja gut, das steht ja außer Frage, wenn einer gesagt hat, willst du Elfmeterschießen nehmen, ja oder nein, dass er vielleicht nicht sagt nein, aber dass der natürlich
trotzdem, der hat doch auch im Hinspiel gesehen, dass die Bayern nicht so sattelfest sind. Also wird er sich, ja, ich bin noch da, ich höre dich. Dass die Mannschaft in dieser Situation kurz vor Schluss nochmal in so eine Chance reinkommt und das dann auch noch glücklich nutzt, da ist der sicherlich rein realistisch nicht mehr von ausgegangen. Der hat sicher zum Fußballgott gebeten und gesagt, lass uns bitte ein Elfmeterschießen machen. Da also bin ich pass mir auf, ziemlich sicher Bayern, drin. Jetzt sage ich, ich stelle jetzt eine Gegenthese auf, dass die Bayern überlegen sind, auch in der Bundesliga, in sehr vielen Spielen, dass die Bayern immer Druck machen, dass die Bayern immer wahrscheinlich eine Siegchance haben von, oder meistens eine Siegchance haben von 80%, das steht ja außer Frage. Aber wenn du dir die Bayern-Spiele anguckst, Fehler machen die Bayern auch immer. Es sind immer zwei, drei Böcke dabei, die auch die Abwehrreihe des FC Bayern, oder es geht ja im Mittelfeld oder manchmal schon vorne los, haben. Und wenn ich eine Spielanalyse betreibe, Kalli, wenn ich eine Videoanalyse betreibe, dann weiß ich ganz genau, dass diese Böcke kommen. Dann weiß ich ganz genau, auch die Bayern haben immer ihre kleinen Aussetzer und genau darauf würde ich doch als Gästetrainer warten. Und ich glaube, dass auch die Stürmer von Villarreal zumindest mal darauf spekuliert haben, wenn der Bock kommt, muss ich da sein. Und genau so war's. Matze, du hast das eben völlig richtig gesagt. Die waren hoch überlegen, haben das Spiel kontrolliert, hatten die besseren Torchancen und waren, das ist ein Fehler von Bayern München, dass sie dann in der letzten Schlussphase hinten nicht Sicherheit am Arbeitsplatz, 100% die Sicherheit und kein Risiko mehr eingehen. Weil man ja natürlich auch sagen muss, wenn ich 85 oder 80 Minuten das Ding nicht gemacht habe, dann wird es mir in den letzten 3-4 Minuten auch nicht höchstwahrscheinlich gelingen. Und dann ist eine Frage, nicht defensiv zu spielen, aber hinten nichts mehr anbrennen zu lassen. Und das war in diesem Moment sicherlich ein Fehler. Und der kannst du dann auch von der Bank in so einer Situation nicht direkt ausmerzen. Das muss man einfach sagen, das ist Fußball. So wurden schon sehr, sehr oft sehr, sehr viele Spiele überraschend vom Außenseiter gewonnen. Dann lagert nicht an dem Trainer des Favoriten. Wenn ich mich da noch einmal ganz kurz einmischen darf. Jetzt wollen wir den Tobi zu Wort kommen lassen. Ja, wirklich. Ihr beide schaukelt euch ja schon wieder hoch, aber ihr seid noch sehr in der Analyse des Spiels. Das können wir eh nicht mehr ändern. Das wurde auch im Fernsehen schon hoch und runter gemacht. Ich finde auch Matthias Sammer, Gomez nach dem Spiel, wie die da standen, das Spiel besprochen haben, da ist schon eine Menge auf den Tisch gekommen. Mich würde viel mehr interessieren, was bedeutet das denn jetzt nach vorne? Überleg mal, die Bayern scheiden zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale der Champions League aus. Sie sind dieses Jahr im DFB-Pokal sehr, sehr früh ausgeschieden. Julian Nagelsmann ist das erste Jahr bei den Bayern. Den erwartet jetzt schon so eine erste Form von Stahlbad. Auch die neue Troika im Grunde mit Oli Kahn, mit Salihamidzic, da kommt jetzt ein bisschen was auf sie zu, weil auch diese Vertragsverlängerungen sind ein ganz großes Thema. Ne? Oli Kahn hat sich gestern ja auch, glaube ich, zum Stand bei Lewandowski gemeldet, hat auf mal gesagt, was sehr viel überrascht hat, ja glauben Sie denn, wir geben einen Spieler, der 30, 40 Tore pro Saison uns garantiert, den geben wir einfach so ab oder natürlich spielt er auch seine letzte Saison, die er Vertrag hat, noch bei den Bayern. Das war erstmals ein anderer Twist. Bisher haben Sie gesagt, entweder vor dem letzten Vertragsjahr verlängern oder verkaufen. Also es gibt so viele offene Themen. Serge Gnabry, der gegen Villarreal nicht gespielt hat. Ne, auch das ist ein Riesenthema. Ich glaube, auf die Bayern kommen so stürmische Wochen zu, wie sie lange nicht hatten. Und da bin ich wirklich gespannt, weil die Saison war unterm Strich mit nur der deutschen Meisterschaft zu wenig. Also das müssen sie. Wenn die nicht zum 10. Mal deutscher Meister werden, das brauchen sie in meinen Augen nicht groß besonders feiern. Das muss der FC Bayern. Das muss er. Ja, ich finde auch, man sollte die Meisterfeier des FC Bayern absagen und sollte einfach stattdessen Borussia Dortmund die Vizemeisterschaft feiern lassen, weil die einfach auch ein bisschen mehr aus sich rausgeht. Ich bin der Meinung, ihr seid die größten Analysten, was ihr ja alles wisst, was ihr alles auf der Rübe habt. Warum arbeitet ihr eigentlich nicht in dem Job? Ne? Ihr seid der Mann, der Morning Quarterback, der weiß montags morgens immer, was er sonntags gemacht hätte. Ja, Kalli, aber gib doch mal einen Ausblick. Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Dein Ausblick interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Das ist immer das typische journalistische, wenn es läuft, wird da Lametta geschmissen, dass sie keine Luft mehr kriegen. Wenn es nicht läuft, wird geguckt, was war alles falsch. Natürlich ist das beschissen für Bayern München. Natürlich ist das beschissen für die deutsche Fußball. Aber man muss das auch etwas sachlicher versuchen, bis zum Schluss zu analysieren. Da braucht man dann kein Lametta zu schmeißen, da bin ich auch dagegen, kein Konfetti.
Man kann auch Fehler, die haben wir eben noch angesprochen, aber dann reicht es voll und ganz. Nimm das große Taschentuch und heul noch. Kalli, nee, aber warte. Pass auf, nein, direkt dazu einmal. Ich habe im Kicker gelesen, eine große Analyse heute, von wegen, der FC Bayern muss den Kader verändern, es müssen Verstärkungen her. Wenn ich das lese, dann denke ich nur, sag mal, da muss doch jemand mitbekommen haben, wie sich die Zeiten verändert haben. Bayern wird sich keine großartigen Verstärkungen mehr leisten können in Zukunft. Ne? Sie werden immer mal den Kader ergänzen können, werden auch große Talente, aber diese ganz großen, und an dem Punkt waren wir doch schon mal, 4, 5 Spieler, die sie vor 10 Jahren bekommen haben, wo sie freie Auswahl hatten in Europa, das gibt es nicht mehr. Sie haben genug damit zu tun, schon das Material, scheiß Wort, ich weiß, in Bezug auf Menschen und Spieler, zusammenzuhalten, das sie da im Moment haben. Das wird teuer genug. Ja, also wenn ich da... Ich glaube, ich sag mal so grundsätzlich, also ich sehe das ein bisschen so wie du, Tobi, nicht zu 100%. Ich glaube, das große Problem des FC Bayern ist eben, dass man sich früher in der Bundesliga auch zum Großteil ja bedient hat oder auch bedienen konnte, weil eben dann bei Borussia Mönchengladbach ein Megaspieler unterwegs war oder bei Borussia Dortmund einer unterwegs war oder zwei, wo man gesagt hat, Mensch, die machen den... Ja, ist aber vorbei, Matze. Haaland, Wirtz, ist vorbei, kriegen sie nicht mehr. Ja, aber man muss ja bei Haaland, musst du ja einfach mal ganz klar sagen, das ist ja kein Lewandowski. Und zwar überhaupt nicht und noch nicht mal im Ansatz. Der hat sicherlich die Anlage dafür, der ist auch groß, das ist auch einer, der vorne sich durchsetzen kann. Aber A, ist er immer verletzt oder viel verletzt oder oft verletzt. Und B, hat er ja im Moment einen Arroganzanfall nach dem nächsten. Und ich glaube, dass du da beim FC Bayern auch relativ schnell, ich will nicht sagen unten durch bist, aber in der Mannschaft auf gar keinen Fall so respektiert wirst, wie das natürlich ein Lewandowski sich auch erarbeitet hat. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber wie gesagt, es fehlt so ein bisschen, man würde sagen, bei Aldi dieses Gitterregal, was ja immer in der Mitte steht, so der Wühltisch, ne, wo du mal, da findest du was Schönes. Das war früher die Bundesliga. Das ist jetzt natürlich weniger, weil die auch ja nicht mehr so diese Spieler bekommen. Das ist ja das Thema, wo wir immer sagen, es fehlen einfach in der Bundesliga 2, 3 Protagonisten. Die gehen halt dann nach England, da gibt's halt eben mehr Geld. Deswegen gebe ich dir auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite glaube ich schon. Hast ja gesehen, Havertz und Werner, beide diese Woche für Chelsea auch in dem wichtigen Spiel in der Startelf gestanden. Timo Werner übrigens ein sehr, sehr geiles Tor auch gemacht. Natürlich, ja. Auf einer Seite ist der FC Bayern ja trotzdem, das darf man nicht vergessen und das glaube ich schon, eine Marke, die einfach sich etabliert hat über die letzten 30 Jahre und einer der Top-Clubs ever. Und da wird es auch immer einen Spieler geben oder einen Berater, der sagt, da gehen wir mal hin. So, wir sprechen doch gerade über den Verein, wenn ich mich richtig erinnere, der in den letzten 10 Jahren am erfolgreichsten war, also bei den 2, 3 erfolgreichsten Teams. Aber das habe ich doch gesagt. Das habe ich ja nicht anders gesagt. Nein, deswegen, ich wollte das ja nur bestätigen. Wir sprechen ja auch über den Verein zweitens, der dafür gelobt wird, dass er in einer schwierigen Zeit, auch wo einfach zu viel Geld im Markt ist, wo zu viel Geld für auch durchschnittliche Spieler bezahlt wird, über einen Verein, der auch wirtschaftlich, finanziell am besten geführt wird. Wenn das dann mal nicht mehr mit der Kohle reicht, dann kann ich ja nicht sagen, so jetzt wird doch auch bitte ein bisschen unsolide wie die anderen. Versucht doch auch noch irgendwo jede mögliche Geldquelle zu erschließen, egal wie. Also müssen wir ein bisschen um Teppich bleiben. Das ist schwierig, das gebe ich zu. Aber wir müssen ein bisschen um Teppich bleiben. Ich war ja noch nicht fertig. Also man sieht ja jetzt gerade beim FC Chelsea, was es bedeuten kann. Wir müssen mal gucken, was da passiert. Wenn alles von einem einzigen Mann abhängt, ja, dann sind auf einmal die tollen Spielergehälter und die Erfolge relativieren sich relativ schnell, weil du gar nicht weißt, wie geht's in der nächsten Saison weiter. So, das ist ja das. Für mich ist eigentlich klar, dass auch der FC Bayern zusammen mit den anderen Bundesliga-Vereinen dafür sorgen muss, dass die Bundesliga, und ich weiß, Kalli, du siehst das anders, aber viele sehen das nicht mehr so, dass die Bundesliga wieder attraktiver wird, damit du vielleicht einfach mal auch in Asien Menschen hast, die nicht die Premier League gucken, sondern die Bundesliga gucken. Und damit die Fernsehgelder vielleicht sich einfach mal erhöhen, dass man die Einnahmequellen auf anderer Seite vergrößert, weil dass man in direkter Konkurrenz steht, Tobi. Ich meine, das ist ja außer Frage, oder? Kalli, pass auf, jetzt hat sich doch zum Beispiel in Spotify gerade entschieden, erstmals in Fußball zu gehen. Ne? Also größtes Musikstreaming weltweit, gehen jetzt Sponsorship, wollten im großen Fußball einsteigen. So, und was machen sie? Das Camp Nou, das Stadion von Barcelona, heißt jetzt, ich glaube, die nächsten 10 oder 20 Jahre das Spotify Camp Nou. So, ne? Und mit dem Geld wird ja jetzt schon wieder darüber gesprochen, ne, können wir uns da jetzt den Lewandowski hier in Barcelona leisten? Real scheint ja ihn nicht mehr zu benötigen, weil Benzema seinen, ich weiß nicht, 4., 5., 6. Frühling hat.
hat. Das ist ja die gute Nachricht für die Bayern im Grunde, dass der da so trifft. Dadurch werden die dann nur, da, also da, es kommt ja noch sehr viel Kohle immer wieder rein, Kalli. Da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil kreativ sein, Geld zu verdienen, das müssen auch die Bayern bleiben. Ne? Und gerade wenn du dich eben weltweit messen möchtest und nicht nur sagst, unsere Gegner sind Bayer Leverkusen und unsere Gegner sind Mönchengladbach und Borussia Dortmund, sondern wenn die Bayern in dieser gefühlten Weltliga, die es ja noch nicht gibt, oder Europa-Liga, eine Rolle spielen wollen, dann müssen sie immer wieder große Einnahmequellen, um große Stars zu holen, um große Aufmerksamkeit zu erzeugen und um einfach ein Thema zu bleiben, ne? Damit die Trikots in Asien, Matze, die du ansprichst, damit es eben auch die Bayern-Trikots sind, die da von den Kids überall gekauft werden. Genau. Und das ist das, Tobi, da gebe ich dir vollkommen recht. Du siehst es ja an Kindern. Was für Trikots werden denn mittlerweile gekauft oder was werden denn für Trikots getragen? Früher war das Schalke, Dortmund schon vor 20 Jahren so. Ich bin auch in Asien. Da hängen die in erster Linie von den Engländern, auch von den Clubs, und dann hängen noch ein paar von Real Madrid, von Barcelona. Und das war noch nie anders. So vor 10 Jahren, nicht vor 20 Jahren. Ja, aber ich rede nicht über Asien. Hallo, Kalli, Moment mal. Geh mal auf so ein Kinder, auf so ein Jugend, also da, wo eine Jugendmannschaft spielt oder eine Kindermannschaft. F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend. Und dann guckst du dir mal an, welche Trikots werden da getragen. Am Ende ist es noch ein Haaland von Borussia, vielleicht ist es noch mal ein Bellingham. So, dann hast du bei Bayern München sicherlich einen Lewandowski dabei oder mal einen Sané und einen Gnabry, und dann geht's aber auch schon mit den Ronaldos dieser Welt eben los. Und das war, da müssen wir ehrlich sein, das war vor 20 Jahren anders. Vor 20 Jahren hatten die Schalke, da hatte einer Hamburg, da war es vielleicht sogar Tobi Mann Bremer dabei. So, aber das hat sich schon alles, das geht schon alles so, dieser Fokus geht schon sehr Richtung Premier League, und da muss die Bundesliga dagegen steuern, die Marke Bundesliga. Ja, weil sich natürlich die Medien, bitte? Weißt ja auch, wie sich die Mediennutzung da verändert, ne? Heutzutage, ja, kannst du ja wirklich, ne, indem du bei YouTube, bei Instagram und sowas, ne, da folgst du einmal, klickst du auf Benzema und schon kriegst du halt nur noch Inhalte von dem, und wird das dein Hero, den du damals ja in der Sportschau gar nicht gesehen hast, ne? Also da verändert sich natürlich auch sehr viel. Nur du, also musst halt, eins ist ganz einfach, das Geld regiert die Welt, das war schon früher so, Geld regiert die Welt, und die sind einfach bereit, mehr zu zahlen, ob das in England oder ob das in Spanien ist, da ist es auch erlaubt, dass da, wie jetzt Liverpool wird weiterkommen, der im Verein hört 100% dem Henry, Chelsea, das ist oder ja, ich will es gar nicht jetzt alles erzählen, was mich jetzt auch gestern enorm gestört hat, ich war erst bei einem Sender, die nicht professionell diese Dinge schalten können, da wollte der mir da dieses Amazon reinholen, früher hatten wir ja ARD, ZDF, RTL, ich zähle zu den Fortschrittlichen, die auch Stammkunden bei DAZN und bei Sky immer waren und damit auch zufrieden sind, ob eh mal. Und ich guck mir auch bei der dritte Liga schon, jetzt sind's mehr bei Magenta an, und jetzt plötzlich gut dann Amazon, nur wisst ihr was, ich konnte nachher nur noch auf meinem kleinen iPad gucken, ansonsten in der Flimmerkiste liefert sowohl bei einem großen Fernsehsender nicht, bei guten Bekannten nicht, in der Kneipe nicht, in der Fußballkneipe nicht, dann zu Hause dann in meinem iPad angeguckt. Das kotzt dich dann auch an, egal wer das ist, wenn jeder noch den letzten Euro da verdienen will. Und das ist das Problem. Und das wirst du nicht ändern können. Das hat mich gestern genauso angekotzt wie auch die Niederlage. Oder damit wurde die Niederlage. Kalli, ihr müsst ein bisschen mehr Yoga machen, glaube ich. Matze, könntest du Kalli vielleicht mal so ein ganz bisschen Energie rüberschieben, die ihn so ein bisschen entspannt? Ich höre da gerade eine große Wut. Verstehst du das nicht, dass das mich gestern aufgeregt hat? Nein, finde ich auch berechtigt. Das geht ja jedem auf den Sack. Da, Kalli, hast du zu 1000% recht. Ich bin von einem Sender losgefahren. Die kriegen das nicht richtig rein, obwohl sie einen Anschluss hatten. Da bin ich raus von der Autobahn in die Fußballkneipe. Da lief gar nichts. Da bin ich nach Hause mit einer Frau, die hat es dann nachher über iPad reingeholt. So, Gruß und Guss, dein Julius. Super Abend. Nicht nur das Ergebnis, auch das ganze Spiel super vermarktet. Wir müssen noch mehr vermarkten, dass wir auch noch mehr von der Kohle kriegen. Da bin ich ja bei dir. Das geht ja allen auf den Sack. Ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was allen, und das führt, finde ich, immer dazu, dass man manchmal gar nicht mehr guckt, weil man irgendwie schon keinen Bock mehr hat zu gucken, wo läuft es denn überhaupt? B, wie ist denn der Empfang? Ich habe gestern mal geguckt, Matze. Ich habe gestern mal im iPad geguckt, was das kostet. Ich kann das sicherlich bezahlen, aber das geht auch für den Otto-Normalverbraucher. Wenn es kostet, wenn du alles haben willst, das heißt also, RTL ist am billigsten, dann kannst du noch ein paar Mal
50 so jetzt für Nebenprogramme, DAZN, Sky und dann Amazon, dann bist du so rund 900 Euro im Jahr los. Super für normale Familien, super, die dann ein paar Kinder mehr haben. Och, heute in der Zeit hat man eben so kurz rauszuhauen, da gehst ja besser direkt ins Stadion und kaufst eine VIP-Karte. Ja, nein, da ist ja so. Gebe ich dir vollkommen recht, bin ich hundertprozentig bei dir. Ist auf jeden Fall alles nicht im Sinne des Kunden. Jetzt wirst du sagen, na ja, gut, hier und da vielleicht schon, aber grundsätzlich bloß bin ich... Bloß da Ching, Cheng, Pong, Ping, Peng noch ein paar Millionen mehr mit nach Hause schleppen kann. Es geht mir auf den Sack. Ja, yeah. Jawohl. Da geht mir auf den Sack. Tobi, ich finde das ein schönes Schlusswort. Mir geht's auf den Sack. Mir geht's auf den Sack. Da ist es wieder. Fußball war, ist immer eine Sendung, die von vielen Menschen geguckt wird. Das ist Volkssport. Fußball ist Volkssport Nummer eins. Wenn man in die Region kommt, hat jeder, der regelmäßig zu Hause sieht, dann 900, ob der Tisch lehnen muss. Das würde ich immer machen. Das kann ich mir auch erlauben, persönlich. Aber dann ist es kein Volkssport mehr. Normale Familien können das nicht. Du hast recht. Kalli, du hast zu 100% recht. Dankeschön. Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Gibt's kein Wenn und Aber. Aber das habe ich von Kalli so noch nicht gehört. Also da haben wir dich jetzt, glaube ich, an den Punkt bekommen, Kalli, wo du... Nee, das habe ich gestern... Matze, ich hab's gestern... Oder Tobi, ich hab's gestern wirklich so erlebt. Ich hatte einen Fernsehauftritt, denke ich, oh, da guckst du da ging blim, blim, blim. Da bin ich in die Kneipe gefahren. Ich habe meine Frau gesagt, ich fahre in die Fußballkneipe, da klappte das immer, da saßen die alle am Tisch. Ich habe schon angerufen, läuft das? Ja, Kalli. Sag ich, komm vorbei, trink ein Bier, guck mal das. Ja, da lief gar nichts. Da bin ich nach Hause gefahren, hat meine Frau mir noch über dem iPad geholt, ne? Und dann noch habe ich auf dem scheiß iPad noch das Tor gesehen. Hätte ich am liebsten das iPad schon durch die Fenster geschmissen. Ja, liebe Zuhörer, bitte fertigen Sie nochmal eine Skizze an, welchen Weg Kalli genommen hat in dieser Woche. Er war ja erst bei einem Sender, ist dann losgefahren, war, glaube ich, in der Kneipe. Mehr möchte ich nicht verraten. Fußball, schreiben Sie bitte, malen Sie eine Skizze auf, jetzt auf einem weißen Blatt Papier, schicken Sie sie an echte Champions XXL und wir verlosen unter allen Einsendungen zwei VIP-Karten für alle Portale. Bezahlt von Rainer Kallmund, weil der wohnt in Saarbrücken, da sind die Steuern niedriger, glaube ich. Ja, die sind doch nicht niedriger. Ist das nicht schön, dass am Sonntag jetzt die Bayern bei Arminia Bielefeld auf der Alm spielen, dass wir sie ein bisschen wieder zurückholen in unsere Welt? Ja, das Villarreal der Bundesliga, Arminia Bielefeld. Und ist das jetzt gut für Arminia? Ja, ist das gut für Bielefeld, dass die Bayern da ausgeschieden sind, oder ist das schlecht? Ist da jetzt quasi die Luft raus beim FC Bayern oder wollen sie jetzt... Nein, das ist scheiße. Das ist für Bielefeld ist das eine Katastrophe, weil die sauer sind. Die werden jetzt auf jeden Fall da alles raushauen, was geht und versuchen, die in Grund und Boden zu spielen. Also für Bielefeld ist das, glaube ich, eher Mist. Aber ich glaube, es wäre für Bielefeld auch fast egal, weil ich denke, dass die Bayern da leider für Arminia Bielefeld, für die geht es ja wirklich um jeden Punkt. Die müssen hoffen, dass die Hertha da irgendwie weiter schwächelt. Die brauchen ja, und es wird eine enge Nummer. Ich sag mal nein, aber die Woche drauf wird ja spannend und da reden wir in der nächsten Woche drüber, weil dann kommt es zum großen Knaller. Bayern gegen Dortmund, Freunde. Also meine Knallpaarungen, die habe ich mal rausgeschrieben. Es gibt jetzt ungefähr, und zwar die letzten, ich könnte jetzt ja auf Kräuter Fürth abscheiden, aber Hertha 26 Punkte, Bielefeld 26 Punkte, Stuttgart 27, die spielen dann auch alle fleißig gegeneinander. Ich gehe mal davon aus, dass Augsburg mit 32 Punkte bessere Torverhältnis und noch drei Heimspielen aus dem Thema sich am ersten befreien kann, aber zwischen Stuttgart, Bielefeld und Hertha wird einer ins Gras beißen. Im Moment spricht zwar alles gegen Hertha, auch also mit 35 Minustoren mit Abstand noch das schlechteste Torverhältnis haben. Aber sie spielen jetzt zu Hause in Mainz, da geht es nach Bielefeld. Dann spielen sie zu Hause gegen Stuttgart und sagen wir mal, dann nochmal nach Augsburg. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Da geht es auch um die sogenannten, da zählen die nur Punkte im direkten Vergleich mehr oder weniger oft doppelt so. Und damit ist alles offen. Das ist jetzt die Spannung. Bayern München wird Meister. Dortmund, Leipzig. Und ich hoffe, dass Leverkusen trotz den vielen Verletzten über die Runden kommt, dass die in die Champions League kommen. Wenn nicht, werden sie sich aber in der Euroleague. Da bin ich fest von überzeugt. Und da drücken die ein bisschen nach, angefangen von Freiburg, Hoffenheim, so was, ne?
Und da haben wir dann noch gute Spannung oben um die internationalen Plätze und vor allen Dingen im Abschiedskampf. Und da freue ich mich jetzt bei den letzten 5 Wochen auf spannende Bundesliga-Spiele. Kalli, das hast du uns schon wieder gut erklärt. Ich habe wieder kurz mitnotiert, damit ich weiß, was ich in den nächsten Tipprunden, in den nächsten Wochen so machen muss. Ich gucke eigentlich nur noch in die zweite Liga. Das wisst ihr, das ist für mich halt die Champions League des kleinen Mannes. Da fühle ich mich zu Hause. Und schließen würde ich sehr, also ich glaube, wir einigen uns auf den Held der Woche. Nein, wir nehmen jetzt als Held der Woche, nehmen wir heute, für mich, Tobi, bitte, ich sag dir, wer mein Held der Woche ist. Rainer Kallmund ist mein Held der Woche. Held der Woche ist in dieser Woche Rainer Kallmund, der mal ganz klar auf den Punkt gebracht hat, dass das mit diesen 100.000 Sendern und den ganzen Kosten für Familien scheiße ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, verdient er. Kalli, ich fahre jetzt gleich in Lippstadt los und bringe dir den goldenen Bravo Otto nach Saarlouis. Und ich freue mich also wirklich zweite Liga, wenn du die ersten 5, 6 siehst, dann kannst du natürlich immer sagen, kann Hamburg noch drankommen? Ich sage, nee, warum? Weil es von den ersten 5, die spielen noch alle, da gibt es noch 7, 8 Spiele, wo die gegeneinander spielen. Da holt einer logischerweise, da holt einer natürlich immer logischerweise die Punkte, da kommst du normalerweise nicht mehr rein. Ne? Also ich weiß, Tobi hofft auf Bremen, auf wen hoffst du? Matze, da oben. Ja, ich hatte ja lange noch auf Paderborn gehofft. Ich war am Wochenende auch beim Spiel in der Benteler Arena gegen den KSC. Uwe Hünemeyer hat an der Mittellinie eine rote Karte verursacht. Dann waren sie nur noch zu 10, haben am Ende noch 2-2 gespielt, aber das wird nichts mehr. Und ganz ehrlich, für mich ist der HSV, der glaube ich 3 Punkte davor steht oder 2, ich weiß gar nicht, für mich ist der HSV mittlerweile, muss man wirklich sagen, und das ist ja schon eigentlich jetzt eine Zweitligamannschaft. Man dachte, jetzt, sonst war es immer so, der Bundesliga ist in der Zweitliga. Es ist in dieser Saison, wenn sie es nicht schaffen, ich glaube auch, sie schaffen es nicht, dann ist der HSV jetzt endgültig in der zweiten Liga angekommen. Leider für die Fans des HSV. Matze, für wen bist du denn? Ich habe doch gesagt, für wen ich bin, aber die werden es nicht mehr schaffen. Da ist der Zug abgefahren. Okay. Na gut, hab verstanden. Für den, der Schalke gehört in die erste Liga, da brauchen wir nicht drüber reden. Also ich will, dass Schalke wieder aufsteigt, ganz klar. Und auch Werder Bremen, damit in der ersten Bundesliga nichts gegen Greuther führt und so. Aber wir wollen ja auch irgendwie mal ein paar Spiele haben, wo es Bock macht. Und wenn ich sage, die Bundesliga, die Marke Bundesliga muss gestärkt werden, auch im Ausland, dann geht das nur, wenn da Vereine spielen, von denen ich auch schon mal was gehört habe und wo das Stadion geil ist. Und es tut mir leid für Fürth und solche, aber Bielefeld finde ich in Ordnung, weil es ein Traditionsclub ist, die gehören für mich da, die kann man da, die akzeptiere ich dort auf jeden Fall, aber Schalke und Bremen gehören da rein und deswegen müssen die aufsteigen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wenn du HSV, Nürnberg, Bremen und Schalke siehst, die 4 Vereine haben in der Bundesliga 20 Mal oder vor der Bundesliga ungefähr 20 deutsche Meisterschaften nach Hause gefahren, die sind jetzt alle 4 in der zweiten Bundesliga und 2 von denen werden vermutlich nicht aufsteigen können. Männer, in der nächsten Woche reden wir über das große Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Ich finde, wir machen heute einen Deckel drauf, weil auch die Batterien von Tobi Holtkamp sich schon wieder dem Ende neigen und die nächste Fernbedienung im anderen Zimmer, da hat er die Karte nicht von Zimmer 304 und deswegen Held der Woche Galli Kallmund und Batteriebesorger der Woche Tobi Holtkamp. Da könnt ihr mir sagen, was ich bin, großer Kalli-Fan, aber so ein bisschen steht Benzema für mich mit ihm auf dem Podest in dieser Woche. Und ich würde sehr gerne schließen, aber mit einem Kommentar von deinem Komikerkollegen Abdelkarim. Den kennst du ja auch ganz gut. Vorgestern Abend war es, bin ich mit Abdelkarim in Bielefeld auf der Bühne gestanden. Wir haben dort ein Charity-Projekt unterstützt. Aktion, wie hieß das denn nochmal? Stiftung, Aktions... Eine Stiftung, die aus Bielefeld kommt. Ingolf Lück hat moderiert und ich war vor Abdelkarim dran, er kam nach mir. Was hat mein Freund Abdel gesagt? Der hat eine Stunde irgendwie nach Abpfiff des Bayern wieder Realspiels, hat er getwittert. Ja, das ist sehr ärgerlich für Bayern, aber so haben sich wenigstens beide Teams gefreut. Bayern nach der Auslosung und Villarreal nach dem Viertelfinale. Siehst du wohl, das hat er getwittert, nachdem wir drüber gesprochen haben. Ich habe mit Abdelkarim nach dem Spiel darüber geredet, weil da hatten wir unseren Auftritt. Wie lustig ist das denn? Guck mal, so schließt sich der Kreis. So ein bisschen Nationalstolz könnte Tobi auch nichts schaden, ne? Absolut. Bis nächste Woche, Männer. Bis tschüss. Nächste Woche. Tschüss. 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 Echt.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.